Ich habe ja vor Jahrzehnten, bestimmt auch schon bald 30 Jahre her, wenn nicht sogar noch länger, mir für Norwegen Pilger gebaut mit der exakten Grammangabe hier oben. Jetzt zum Beispiel hier dieses Modell hat 20 Gramm. 20? Da fehlt eine Null, guck. Hier unten hat er 20 Gramm und hier oben 200. Aha. Also 200 Gramm. Immer die höhere Zahl zählt. Die kommt hier als Bleigewicht jetzt zum Einsatz. Mhm. Die Beschwerung dran. Hier. Ne, hier kommen Blutegel dran. Zwei Stück, drei Stück vielleicht. Mal gucken, ob ich noch so einen Madenring habe. Und ich bastel vielleicht hier noch einen dran, dass hier noch ein bisschen was wackelt. Tja, extra starkes Zeug heute. Mhm. Weil, ihr müsst wissen, heute ist Neumond, die Neumondnacht. Und alles, was heute nicht frisst, stirbt. Von daher haben wir heute sehr, sehr gute Chancen auf reichhaltige Beute. Wir haben auch den allerbesten Platz erwischt. Kannst du dann mal rüberschwenken? Ja, wir machen ja daraus kein Geheimnis. Das mache ich dann noch. Also, wie ihr es vielleicht schon erraten habt, heute geht's auf Wels. Und zwar ganz gezielt. Ich habe zwar auch Routen für jede Fischart mit. Mit Pilger. Aber der Martin hat mich, glaube ich, überzeugt, dass ich heute hier auch auf Wels angel. Heute lässt du das mal mit dem Karpfen. Die Karpfen haben heute Pause. Heute ist Wels und Großaal. Ich habe also ja auch schon genug Karpfen gehabt dieses Jahr. Du hättest doch keinen Karpfen, ne? Klar. Ja, so stimmt. Das hast du hast ja mehrere noch. Sag doch mal. Das hast du ja früher wie ich schon sogar schon gehabt. Ja. Ja, was beschwerst du dich denn da? Sag ich doch, ich hatte ja schon genug. Ja, eben. Nein, aber die Stelle, die sieht hier so Wels und aalverdächtig aus. Ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt zeigen dürfen. So gut, wie die wahrscheinlich sein wird. Nachher ärgern wir uns. Soll ich mal rüberschwenken? Ich mach das jetzt mal. Schwenk halt dann mal ganz kurz hin. Ich werd schon angegriffen hier. Ich schwenke jetzt mal rüber, du kannst ja weiter erzählen dann. Kann ich, ja. Wenn du noch was zu erzählen hast. Also ich habe eine Route jetzt schon mal fertig gemacht. Das klingelt auch schon schön. Oh, mit 200 Gramm Pilger da dran, das wird was. Das wird was. Soll ich auch die andere Route mal zeigen, was ich da habe? Ja, zeig die nochmal her, komm. Ah, komm mal her. Das ist doch die Geburtstagsroute. Ja, das stimmt. Letztes Jahr gab es die hier zum Geburtstag. Ach, da ist ja noch gar kein... Ach, das habe ich hier schon liegen, guck. Mein Vorfach. Mit Heizungsisolationsrohr U-Posen. Zwei Stück. Ganz für die ganz unauffällige Präsentation von Tauwürmern. Mhm. Ich glaube, hier werde ich 3-4 Tauwürmer draufballern. Und als Bonus ziehe ich hier auf den Nachläuferhaken auch noch einen einzelnen Tauwurm dran, der dann quasi in der Verlängerung direkt eigentlich als allererstes verschwinden wird. Hm. Ganz ausgeklügelte Montage. Ja, also. Ja, da, zack. Ist auch noch hier. Hast du die bei den bekannten Welsanglern abgeguckt? Nein, nein, niemals. Was sieht das so ähnlich aus, nur dass die U-Posen vielleicht von den modernen Welsanglern vielleicht ein bisschen runder sind, aber das ist natürlich... Das sind keine Welsangler, sind nur Catfischer. Ja, genau. Aber das ist extra bewusst nicht ganz abgerundet, weil das nämlich zu ganz leichten Wasserverwirbelungen führt, diese Unsymmetrie, und folgt dich dann immer noch so ein kleines bisschen der Wobbler-Effekt dadurch kommt. Das hört sich gut an. Ja, das muss sich alles gut anhören, sonst wird das nichts. Relativ kurzes Fahrfach wird also ganz knapp über Grund, wird das so, naja, in 20, 30 Zentimeter über Grund wird es schön hin und her wackeln, je nach Strömung halt. Aber wir haben ja hier, diesmal haben wir wirklich Strömung. Wir haben Strömung. Und was schätzt du, wie tief ist hier? 1,50? Nee, ich glaube, ganz so tief ist es nicht einmal. Nicht? Aber da hinten ist ja richtig, richtig flach.
drüben die Seite. Und hier ist, schießt der richtige Strom. Gut, vielleicht in der Mitte kann es vielleicht, ja, 1,50 Meter. Kann sein. Also sind wir hier genau auf dem richtigen Pfad mit so einem kurzen Vorfach. Mhm. Ja, siehst du, ich wollte sogar, ich habe wirklich drüber nachgedacht, ob ich hier nicht wirklich mein Scherbrettchen wieder raushole, weil der Tipp kam ja auch in den letzten Kommentaren von unserem letzten Karpfen- und Welsfilm, wo wir sauber abgeschneidert haben. Das habe ich gelesen, sehr, ein Kommentar, der war ja super, super ausführlicher Kommentar. Ausführlicher, was ist das? Super ausführlicher Kommentar, echt, hat mich gefreut. Vielen Dank dafür nochmal. Scherbrettchen habe ich auch hier irgendwo dabei. Ich habe es vorhin wieder gesehen, habe ich genau daran gedacht. Aber ich glaube, mit der UPO sind wir hier besser bedient. Ja. Vor allen Dingen über die Dauer, wenn das in der Nacht da ist. Ich will auch gar nicht viel einholen, auswerfen und nee. Das wird ausgebracht und dann hat es da zu liegen. Wir sitzen hier auch ein bisschen abseits jetzt von dem Geschehen eigentlich, dass wir die Routen dann, ja, stehen dann so. Wir werden es nachher einfach zeigen. Ein paar Meter von uns entfernt. Wir wollen hier hinten dann da so das Zeltchen aufbauen, hier vorne sitzen wir dann, ja, so ist der Plan und dass dann hier vorne die Angelstelle eigentlich schön im Ruhigen ist. Wir haben auch extra heute kein Feuer mit. Nein. Also kein Feuer eine. Der Tipp kam ja auch schon. Der Tipp kam auch schon, also wir versuchen es heute. Wir haben also alles schon probiert, aber mit Feuer ist es wirklich schöner. Ich habe vorgestern übrigens auf Karpfen angesessen, der Film wird auch noch kommen, ich hatte auch keinen Feuereimer dabei. Mal gucken, ob das was gebracht hatte. Ich verrate mal nichts. Vielleicht ist der Film ja schon früher dran als der jetzt hier. Theoretisch schon. Vielleicht wissen es die Leute ja schon. Vielleicht hat es der ein oder andere aber noch gar nicht gesehen. Deswegen verlinke ich das da oben jetzt einfach mal nochmal. Ja. Oder? Ja, komm, alles. Wird alles drauf gelinkt. Soll ich dir hier mal meine Walle, meine Cat? Tacklebox zeigen. Ja, zeig dir mal deine Cat Tacklebox her. Achtung jetzt. Ich muss erstmal meine Cat Tackle Route hier wieder in Position. Hier sind meine Brötchen drin, die muss ich erstmal wegtun. Achtung. Hier. Ja, überall klingeln. Soll ich mal Werbung machen? Nee, ich mach keine Werbung. Nee. Sogar extra hier vom anderen irgendwas. So, hier ist meine Tacklebox. Hier. Also Ohrenstüppel oder was du hier hast? Nee, 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 nee. Das sind keine Ohrenstöppel. Soll ich dir mal meinen Geheimtipp verraten, was das hier ist? Hm? Na, du weißt nicht, gell? Du warst schon lange nicht mehr im Schwimmbad, oder? Ah, die Dampfnudel. So eine Schwimmnudel. Genau, ja, hier schön mit Grund, hier damit der reibungslose Durchlauf, gell? Ja, das wäre jetzt hier. Das kannst du natürlich auch teuer kaufen, so Zeug. Ja, da habe ich hier. Weißt du, was da drin ist? Aber du bist ja eigentlich, der Erfinder von den Dingern, gell? Weißt du, was hier drin ist? Also Röhrchen darf man gar nicht sagen. Tube. Anti-Tangle-Tube ist das ja. Ah, ja, das ist, Hier, Q-Tip-Tube. So ist es. Q-Tube. Ein Ohrstäbchen, ein Wattestäbchen. Hier mit dem Kabelbinder einfach hier den Karabiner dran. Zack. Da unten wird's Blei eingehängt. Fertig ist hier der Anti-Tangle-Boom. Oder wie auch immer der Scheiße heißt. Ich habe auch hier gekaufte. Habe ich auch. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe mir die noch nie gekauft. Ich habe die immer nur bei der Weihnachtsfeier gewonnen. Genau wie unzählige U-Posen hier. Tja, hier irgend so ein Silikonschlauch. Keine Ahnung, wo das ist. Deswegen sind jetzt hier deine Aquariumfische. Ah, ja. Trockenen, oder? Guck mal, hier soll ich dir mal zeigen, was ich für ein Blei habe. Oh ja. Das hier ist meins. Das könnten auch 200 Gramm sein. Und zwar ist das hier von der Gardinenstange. Hat tatsächlich abgesägt. Das macht sich gut. Vor allen Dingen, ich glaube, die gibt es heute gar nicht mehr. Das Gardinenstangen, gibt es die überhaupt noch? Nee, Quatsch. Ja, da ist unten der Griff und da war dieses Gewicht drin. Dann war hier oben die Stange. Mhm. Ja. Und hier neben an der Wand gab es dann solche Wandhalterungen, wo du das quasi so klack reingeklipst hast. Das Blei hast du ja nicht gesehen. So. Das war ja nochmal umklammert. Aber hat sich auch gut angehört, oder? Mit dem Clip. Ja. Den würde ich gleich dran machen bei dir. Der liegt gut, so zack. Vor allem auch hier mit dem Anti-Tangle-Kabelbinder-Boom. Mhm.
Ja. Aber ich habe auch hier andere. Ich glaube, das hier ist noch vom Money. Blei vom Money. Das hat er mal selber gegossen. Das hier ist noch ein Blei von Thorsten. Kennst du den Thorsten? Mhm. Auch 100 Gramm. Ja. Gut, also das war's. Und natürlich hier nochmal. Nochmal ein paar Blei. Da kann ich mir dann irgendwas aussuchen. Ja. Gut. So. Du wolltest mal da vorne hinschwenken, hast du gesagt. Sieht's aus. Ach, du kannst doch gleich mal hier ins Wasser mischen. Du hast die für einen Rabatz machen. Oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Meine Wäscheklammer für das Zugbändchen hier. Zum Bissanzeiger da hinten. Ich habe noch ein bisschen Pressgardin mit Klappermaschen dabei. So, hier ist meine Welsmontage. Das ist meine Light-Welsmontage. Mhm. Das ist hier die. Soll ich das verraten? Brauchst du nicht. Twin Carbo Pike 3,30 Meter. 50 bis 100 Gramm, 3 Lips. Die habe ich mir gekauft, da war ich 16. Also vor 10 Jahren ungefähr. Kommt hin. Und da gibt es hier die rote Schwimmnudel. Die rote. Und dann hier schöne Tauwürmer, direkt vom Blumenfeld. Und die ganze Montage geht jetzt hier rein, direkt vor die Totholzansammlung. Weil da unten drunter lauert der Wels. Nicht der Wels, die Welse. Okay, die Welse. Hat doch der Chef vorhin gesagt. Also ein, zwei Welse können wir schon fahren. Das stimmt, wir haben vorhin hier vorne jemanden getroffen. Das ist der Chef hier vom Gebiet? Ja, der angelt hier auch öfters. Ich habe den schon gesehen, wie er geangelt hat. Und er hat gesagt, ach, dies Jahr, Kerle, Welse. En masse hat er schon gefangen. Jede Menge, bei Hochwasser halt. Gut, aber er hat gemeint, ein, zwei werden wir schon fangen die Nacht. Gut, also wenn der das sagt. Dann wird es wohl so sein.
einen Schwimmluder gesehen eben. Mhm. Vier oder fünf Tauwürmer sind es. Unten. Man sieht ihn kaum. Den Nachläuferhaken. Mal sehen, wer ihn erkennt. Ich weiß es, wo er ist. Ich habe ihn gesehen. Ja, es ist sehr schön. Zwei U-Posen. Da wird das wunderbar, ganz unscheinbar über dem Grund schweben. So ist der Plan. Wir werden jetzt auch nicht direkt in die Pressströmung legen, sondern direkt hier vorne. Mal sehen, wie weit ich hinkomme an den Totholzhaufen. Ich hoffe, dass ich nicht reinwerfe. Ich könnte natürlich ein Stückchen weiter werfen und dann beiholen. Das werde ich, glaube ich, machen. So, hast du gesehen? Der Wurf war gut. Und da lasse ich nämlich auch. Das sah wirklich gut aus. Ich glaube, ich hätte es nicht besser hinbekommen. Nein, mit Sicherheit nicht. Jetzt habe ich natürlich blöderweise meinen zweiten Welsständer bzw. die Klammer vergessen. Das muss jetzt mal so gehen. Wie gehst du jetzt hier vor mit Freilauf, oder? Ja, hier gehe ich jetzt mit Freilauf vor, aber mit einem strammen Freilauf. Sehr stramm. Ah ja. Er muss dann schon reinhauen. Mhm. Dann hängt er auch. Und vorher klingelt's. Das ist dann die Einleitung zum Kampf. Das kann echt was werden. Nee, das wird. Also heute klappt's. Hier, heute klappt wirklich alles. Oh, und wenn nicht. Neumond. Erste Neumondnacht. Was machst du denn, wenn du jetzt heute einen Wels fängst? Ich sag mal, über einen Meter. Oh. Also. Also wir sind ja schon... Um das mal jetzt klarzustellen. Was war denn das jetzt hier? Das kommt doch hier direkt vor unseren Füßen hier. Die Nutria. Oi. Nutria. Ja. Gleich in deine Welsmontane. Nein. Aber ist noch ein Junger, gell? Ja, es ist noch nicht wirklich groß, das Kerlchen. Der wird gleich in einem riesen Maul verschwinden, glaube ich. Wahrscheinlich steigt gleich einer auf hier. Ich glaube, der hat meinen vergorenen Mais gerochen. Mhm. Der wird auch gleich tauchen. Also, ihr Leute, sollte ich heute einen Wels fangen, der die Metermarke überschreitet, wenn auch nur ganz gering, dann werde ich barfuß morgen früh meinen Bollerwagen wieder zurückfahren. Ist das was? Komm, oder? Ja. Ist das schon mal ein Angebot? Oder soll ich barfuß durch die Brennnessel hier laufen? Nee. Könnte ich ja. Das muss ja sowieso dann, wenn ich mit dem Bollerwagen. Wir sind ungefähr, was schätzt du, 400 Meter hierher gelaufen? Das war mehr. War deutlich mehr. War mehr? Ja, das könnte 600? Schon fast ein Kilometer sein. Okay. Ja, oder? Nee, das ist in Ordnung. Barfuß den Bollerwagen zurückziehen. Das machst du. Soll ich, ja, wenn ich einen Wels über einen Meter fange. So. Genau. Und was machst du? Wenn ich... Das musst du ja jetzt filmen. So. Also, wenn ich einen Wels fangen werde, der über einen Meter hat, was ja dann, wenn er 1,01 Meter hat, glaube ich, PB bedeuten würde bei mir. Das stimmt. Da muss er jetzt was ganz Besonderes ausdenken. Dann, pass auf,
dann werde ich mich bis auf die Unterhose ausziehen und werde hier auf die andere Uferseite schwimmen, da drüben. Siehst du, morgen früh dann? Lichtung, ja, morgen früh. Da hinten ist die Lichtung, siehst du die? Ja. Da werde ich schon winken. Du kannst dich auch auf den Baumstumpf da setzen. Das so, kann ich auch machen. Das reicht ja schon. Dann ja, mache ich das, dann setze ich mich da oben drauf und schwimme wieder dann zurück hier zu uns. So wird's gemacht. Das hört sich auch sehr gut an. Also, das ist so ein Plan. Ja. Gedacht, und was ist, wenn wir beide einen Wels über einen Meter fangen? Gut, dann schwimme ich darüber und du läufst barfuß zurück. Ja. Gut. Ändert sich also quasi nichts. Nein. Steigert sich nicht mehr. Ich glaube, das reicht auch. Und wenn wir überhaupt irgendeinen Wels fangen, sei es denn ein kleiner Wels von 50, 60 Zentimeter, die es ja hier definitiv gibt. Und reichlich. Reichlich, wie wir heute schon erfahren haben. dann freuen wir uns auch einfach so. Wir freuen uns über jeden Fisch. So ist es halt. Sei es noch so klein, sei er noch so klein. Da freuen wir uns trotzdem drüber. Also. Dann drückt uns mal schön ordentlich die Daumen, dass vielleicht irgendwas von den Meter angeboten am Ablaufen ist, oder? Ein Bartelträger hätte ich heute gerne. Ja. Ich habe extra mein Bart schön nochmal nach oben so. Ja, ich habe es gesehen. Es ist, könnte fast so eine 2 Meter Welsoma darstellen, oder? Ich war gestern extra nicht duschen und heute auch noch nicht, also beste Voraussetzung. Das kann nur. Wir haben aber extra den Tintenfisch heute nicht mitgenommen, weil das hätte ich mir nicht angetan heute noch. Gut, also los geht's. Was heißt los geht's? Es geht ja schon los. Du weißt, was ich dann noch mache? Ich werde, bevor ich die zweite Welsbombe auslege, werde ich hier ganz normal einen Tauwurm auf Grund legen. Vielleicht zieht noch mal ein Aal hier entlang und vielleicht saugt sich so ein kleiner Wels schon mal den Tauwurm ein. Soll ich dir mal die optimale Montage zusammenstellen? Guck hier in rosa. Also das ist jetzt hier das Kombi-Rig, oder? Was wir klar, hier das ist das Kombi-Rig. Also die Haken waren von mir. Und alles andere? Schnurmaterial von dir. Der Schlauch. Tube. Okay, Tube war von mir. Wie heißen die Dinger hier? Pearls. Pearls. Also, die waren hier von meiner Tochter von so einer Kette. Und gab's Tränen? Nein. Die ist ja jetzt alt genug, dass sie die nicht mehr braucht. Deswegen habe ich das ganze Zeug geerbt. Was ist das? Ich habe jetzt. Ja, auf den Hund mal den Propeller her. Perlchen in allen Farben. Dein Propeller. Und heute ist wieder rosa angesagt für die schwulen Wälse. So. Und wie erkennt man das? Was das schwule Wälse sind? Sind das die, die nicht beißen oder was? Gut, wenn wir einen Menschen fangen. So. Jetzt hätte ich hier zwei. Die hast du mir mal vor 1000 Jahren. 10 Jahren aus Amerika mitgebracht, oder? Das sind nämlich welche für Lachs eigentlich. Spinnglos sind das. Spinnglos. Spinnglos. Spinnoglos. Also haben die Amis im Prinzip sowas schon vorher gehabt und jetzt sagen alle Welsangler, ich hab's erfunden. Ich hab die Propellorbuse. Was meinst du? Groß oder klein? Ja, willst du jetzt einen großen Wels fangen oder einen kleineren? Nee, das kommt ja an meine Softbait-Route. Dann müssen wir hier austauschen. Dann nimmst du hier den kleinen. Dann zieh ich dir mal auf jetzt. Und dann nochmal zusätzlich eine U-Pose. Oder meinst du, der Propeller trägt schon allein auf? Ah. Guck. Ja, wie der fährt. Aber jetzt da oben nochmal eine Perle. Ich würde hier
Oder brauchen wir eigentlich gar keine mehr, oder? Der zieht eigentlich hoch. Ich würde hier aber noch immer eine U-Pose davor schalten. Noch einmal zusätzlich. Hier eine Rosane. Hast du? Nee. Oder nimm Gelb. Hier, guck Gelb. Mal hier, das führt sich nämlich hier von Farblichtern weg, von Rosa über Orange nach hier diesem Grellgelb. Gelb könnte ich anbieten oder Schwarz. Dann würde ich vorschlagen, für die. Könntest du die noch immer hier auf die Höhe? Für die Dark. Was weiß ich auch, Wälse. Mhm. Jetzt brauchen wir eine Ködernadel. Ja. Wobei, das Ding ist so starrig hier, das kann ich ja fast so durchstecken. Nee. Yeah. Also ich würde es schon durchkriegen. Also, Yellow. Ja, stimmt, wir müssen ja... Yellow Tube. Yellow. Yellow Floating. Soft Floating. Foam. 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 Yellow Soft Floating Foam. So. Mhm. Achtung. Cat Foam, oder? Cat Foam, nicht Floam. Foam. Cat Foam. Foam. Ich komme ganz durcheinander mit dem englischen Zeug hier. Also, willst du das nochmal vorstellen jetzt hier, wie das Rick heißt? Was ist das? Brauchst du noch einen Zahnstocher oder Toothpicker oder wie heißt das? Zahnstocher? Toothpicker? Nee, ich brauch kein Toothpicker. Aber das rutscht doch sonst runter da in meine U-Pose. Soll ich mal die Kamera beiholen? Ja, ich glaube, das müssen wir näher. Also hier in der Eile haben wir was vergessen. Wir brauchen hier noch eine Perle, um die hier festzustecken, dass diese U-Pose nicht zu unserem Propeller runterrutscht. Also einmal nochmal zurück. Also, gib nur mal so eine gelbe Perle. Hast du das? So, also gut. Kommt jetzt hier die Orange Pearl. Orange Pearl Bead. Orange Pearl. Und dann. Muss die nicht doppelt da rein? Nein. So, hier haben wir ja schon ein vorgefertigtes Loch. Das brauchen wir jetzt hier nur durchdrehen. Guck, zack. Through the hole. So, Achtung. Jetzt kommt nämlich der Trick hier da dabei. Bei dieser ganzen Sache. Alle anderen würden hier Toothpicker nehmen. Die wären auch recht teuer wahrscheinlich in den Angelläden. Wir nehmen hier ein Woodstick. Tun uns das hier entsprechend vorbereiten. Das ist doch viel zu einfach. Achtung, zack! Das geht auch nicht. Und mit diesem Woodstick können wir hier jetzt ganz bequem, zack, diese Perle feststecken. Pearl. Orange Pearl. So, zack. Jetzt können wir die ganz entsprechend hier Tiefe einstellen, oder? Auf dem Vorfach die Entfernung von diesem Stück. Hängt er jetzt da. Und dann dreht sich hier. Trullert sich, sagt man in Hessen. Trullert, genau. Wie sagt man das auf Englisch? Trullern. Trullert. Es trullert. Es trullert. Es trullert sich. Und das kannst du auch direkt auf Salmon trullern. Ähnliche Montage gab es damals in Kanada. Mhm. So, jetzt. Und oben brauchen wir nichts hier perlmäßig. Ich meine, die Strömung wird das Übrige tun. Die zieht das runter. Du könntest natürlich auch hier nochmal eine Pearl aufziehen. Mit einem Woodpicker. Ich hätte nochmal eine lila Pearl. Ich weiß nicht, ob der Übergang von Orange zu Yellow und Lila. Wie heißt das? Purple. Purple ist doch. Purple ist doch dein Lieblings. Das ist natürlich ein schönes Zusammenspiel an Farben. Guck, die stecke mir vorne fest. Zack, zieht sofort, egal wo es hinkommt, greift es zu. Da brauchen wir jetzt ein neues Stück
Woodpecker Ast. Weide. Der Weide, ich wollte so gerade sagen. Guck mal, hier ist Endstück. Zack. Mhm. Weißt du, dass die Weide eigentlich auch eine Heilpflanze ist? Mhm. Wenn du Kopfschmerzen bekommen solltest, dann kannst du die Rinde der Weide, also von den frischen Weidentrieben, sage ich mal, die jetzt hier um uns herum wachsen, kannst du anknabbern. Weil da ist nämlich Salicylsäure drin. Siehst du? Guck, und das haben wir jetzt direkt. Im Prinzip dasselbe wie Aspirin. Das haben wir jetzt auch direkt hier eingebaut. Die Salicylsäure. Hier, die Salicylsäure. Guck, alles festgesteckt. Wie gewünscht, von Pink auf Orange, Gelb, wieder Orange, Gelb und hier zum Abschluss die Purple. Sieht das schon gut aus. Jetzt musst du dich halt nur entscheiden, wie lang du das Vorfach gerne haben möchtest. Ich glaube, das lassen wir einfach so. Soll ich oben jetzt eine Perfektion? Wird aber Sinn machen, wenn ich hier oben doch eine Schlaufe reinmache, oder? Ja, Perfektion Loop hätte ich gerne. Ja, komm her, willst du es direkt groß machen? Ja. Guck hier. Es geht nämlich ganz fix. Guck mal hier, wie schön. Zack. Zack. Was für eine Leine. Zack. Und anfeuchten. Wap. So, Achtung. Ui, schon hängt er wieder fest. Guck, hat schon wieder zugegriffen. Der Greifer. Ah. Zack, und gerade den Nachläuferhaken hier in die Pulsader reingerissen. Das macht nichts. Hier oben hängt jetzt der Schwamm. Da können wir gleich die Blutung, stillen. Wie leuchtet man hin? Das war ein richtig großer. Wo war denn der? Hatten wir doch vorhin gesehen. Soll ich mir das direkt mal anleuchten? Ja, da oben. Das ist doch hier. Das kannst du als, den kannst du fast als Moped-Helm aufsetzen. Oben ist er. Und das sind die besten hier an der Weide. Also wenn man Feuer schlagen will. Weidenzunderschwamm. Weidenzunderschwamm ist erfahrungsgemäß eins der besten. Beste. Ich werde mal jetzt hier ein Video verlinken von uns, wo wir einen frischen Zunderschwamm von einer Weide abgeschlagen haben. Kannst du dich einfach daran erinnern? Natürlich kann ich mich daran erinnern. Und nun haben wir den angeschlagen. Und es hat funktioniert. Ganz frisch vom Baum, ohne den vorher. Und das war sogar, der ist uns sogar noch ins Wasser gefallen bevor. Das weißt du, den haben wir im Köcher mal rausgeholt. Denn es gibt auch in diesem Bereich Spezialisten, die behaupten, der gehört vorher getrocknet, nitriert, entweder mit Salpeter oder Urin. Oder mit Urin, wochenlang eingelegt, was ich übrigens mal gemacht habe. Ich auch. In der Spargelsaison übrigens. Und wer weiß, wie Urin in der Spargelsaison duftet, der weiß dann auch so ungefähr, wie der Zunderschwamm duftet. So. So. Guck, da ist er. Köder dran und Wels raus. Ich finde, das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Das könnte was werden. Wie nennen wir das Rick? Martoms Rick. Martoms Rick. Rick Astley. Rick Astley. Rick Astley ist das. Rick Astley Gedächtnis Rick. Ja, müssen noch Tauwürmer drauf. Kannst du verwenden für Tauwürmer, Köderfisch, alles. Vor allen Dingen wichtig ist ja dieser sehr, sehr flexible Nachläuferhaken, der dann mit einem einzelnen Tauwurm überzogen wird, dann quasi ganz hinten. Hast du meinen Hausfrauenknoten da hinten auch nochmal erklärt, warum der da überhaupt noch mal dran ist? Der ist eigentlich absolut überflüssig. Eigentlich wollte ich ihn dir schon abschneiden. Und zwar direkt hier, damit du deinen Tauwurm schön aufziehen kannst, weil sonst wirst du den Tauwurm so über die Schnur mit dem Knoten. Der bleibt da. Ja gut, dann lasse ich ihn mal drauf. Aber wie gesagt, und da haben wir noch die Option, ja, dass egal welcher Fisch, der nicht ganz so großes Maul hat wie, was habe ich gesagt? Egal welcher Fisch, der nicht ganz so ein großes Maul hat. Stimmt wie, das? Wie wir. Ja, nee, wie halt der Wels. Oh. Der wird sich da hinten auch aufhängen. Ich spekuliere ja noch auf einen Aal da drauf. Meinst du, der Aal wird nicht irgendwie verfeucht durch dieses
Bei dir schon. Bei dir schon, aber bei mir halt nicht. Ich habe ja das, wie heißt das? Silent Rig. Ist das leise Silent? Ist das? Ja, Sound of Silence. Ja, ja. Silent. Ich habe nämlich das Silent Rig mit der doppelten Heizungsisolationsrohr-U-Pose. Silent Rig. Na gut. Auf, mach was dann. Isolation Cube. Küche mal kalt. Ein Ei vom Rheine. Also von seinen Hühnern, meine ich. Ist das ziemlich länglich, das Ding, gell? Ja, gell? Ja, das liegt daran, dass der Geburtskanal länger ist bei den Bio-Hühnern. Und ein bisschen länger, bis das Ei rauskommt. Ja. Long Egg. Long Egg Chicken. Nicht Ball Egg, sondern Long Egg. Tiroler Bergblütenkäse. Da schmeckst du jede Blüte raus. Ja. Jetzt hatte ich hier ein paar richtig schöne Bisse. Mein Tauwurm am Grund, beziehungsweise zwei Tauwürme am Grund. Am Grund. Am Grund. Am Grund. Zwei Tauwürme auf Grund oder Tauwürme auf es, Grund. Es liegt an meinem Wohnort. Am Grund. Grund, Punkt, Punkt, Punkt. Wurm. Nee, der Martin hat gerade ja, einen Wels im Drill verloren. Auf der Silent-Montage, oder? Oh Mann. Das war wohl was Ordentliches, oder? Ja, auf jeden Fall. Also er hat richtig geil reingeballert. Die Rute war krumm. Die Rute war krumm und jetzt... Und kurz dann war es im Totholz. Ja. Hat sich ausgehängt. Mann, ich könnte... Und kurz darauf habe ich jetzt hier nochmal ein paar Bisse auf Grund gehabt. Und jetzt ist der Tauwurm weg, was auch immer das war. Deswegen werde ich jetzt hier nochmal neu anködern und neu auslegen. Also eins steht schon mal fest, die Stelle hier ist heiß. Auf jeden Fall. Hier gibt es Wels. Auf jeden Fall, also das steht schon mal fest. Das war definitiv ein Wels. So wie der da an die U-Pose, an den Tauwurmbündel eingeballert hat. Nee, also so wie es eigentlich auch sein soll, gell? So wie man es gern sich wünscht, genau. Also jetzt nochmal hier. Ganz einfach erst noch mal Suft. Kann auch noch mal ein Aal gehen, aber solange wir wach sind, werde ich hier so ganz einfach angeln und dann später ja, kommt die dicke Montage noch mal zum Einsatz. Auf rein damit! Die Zeit ist heiß. Und guter Platz? Ja, direkt in der Strömungsrinne. Ich hoffe es. Trotz ausgereiften Techniken. Hast du was gefangen? Nein. Keiner. Deswegen habe ich ja immer noch das T-Shirt an. Ja, und du bist ja noch nicht nass. Doch, geschwitzt. Ja, aber nicht durch dein Wettschwimmen. Mhm. Du hast noch die Schuhe an. Ich habe meine Schuhe auch noch an. Also wir müssen da noch immer hin. Das definitiv. Stimmt. Fisch ist auf jeden Fall da. Ja. Es war ein brachialer Einschlag in der U-Posen-Tauwurm-Route. Ja. Aber leider
hatte ja so ein paar Bisse auf Tauwurm, einfach nur aufgrund. Keine Ahnung, was das war, ob das Aale waren. Da müssen wir noch mal hin, auf jeden Fall. Die Stelle hat Potenzial, ist auch schön. Ist schön, ja, auch relativ gut zu erreichen für unsere Verhältnisse. Ja. Dein Bullerwagen hat anfänglich so ein bisschen Schwäche gezeigt. Ja, der ist nicht ganz geländetauglich, aber das ist ja auch schon so ein Seniorenweg, den wir jetzt gelaufen sind, oder? Eigentlich schon. Naja, gut. Also, es endet jetzt hier, geht aber sofort weiter, weil wir sitzen ja dann wieder da. Ja. Also, bis gleich. Ja, bis gleich. Ja, hi, es geht weiter, der Film geht weiter. Erstmal ohne Martin, hat den Grund, der war schon hier gewesen, bevor ich da war. Jetzt musste er noch mal schnell weg. Ich hatte die Kamera dabei, deswegen konnte er noch nicht filmen, also, aber er kommt gleich wieder. Er hat auf jeden Fall schon alles aufgebaut hier. Das Zeltchen hat er schon für mich aufgebaut, da hinten im Hintergrund sieht man es. Im Prinzip ist die Stelle so wie beim letzten Mal. Ja, es ist jetzt, wie viel Uhr haben wir denn? 21.38 Uhr. Ich hoffe, er kommt bald. Gleich wird es dunkel, deswegen filme ich jetzt auch hier nochmal schnell. Müssen wir mal davor gucken. Da habe ich ein kleines Würmchen ausgelegt. Ich will mir noch einen Köderfisch fangen. Denn heute geht es ja wieder auf Wels. Ich habe meine Stellfischrute mitgebracht. Ich glaube 7,50 Meter lang ist sie. Die will ich hier unten vor den Totholzhaufen präsentieren. Am liebsten, ja, nee, an der Stellfischrute kein Köderfisch, obwohl es eine Stellfischrute ist. Da werde ich ein Tauwurmbündel anbieten, aber hier oben in der Strömung, da hätte ich dann gern den Köderfisch drin gehabt. Es zupft immer mal. Ich hoffe, es geht noch was. Kaum ist die Kamera aus. Jetzt habe ich sie wieder angemacht. Seht ihr das da hinten? Kommt ein Waldschrat. Was hast du hier denn alles im Weg stehen hier? Das ist die Falle gegen ungebetene Gäste. Oh. Bist du jetzt gerannt? Nö, zügig gelaufen. Oh, geschafft. Wir sind wieder da. Ja. Im Dämmerlicht. Ich sehe, deine Rute ist schon ausgebracht. Ja. Ich werde jetzt meine auch mal rausholen. Diesmal mit dem Scherbrettchen. Es ist zwar trotzdem ein bisschen wenig Strömung. Und das Schneiden steht dann ab. Du wirst ja hier die ganze Angelstelle für dich alleine mit einer Rute belegen. Überhaupt nicht. Auf geht's. Die Zeit ist heiß. Haha. Zack. Jetzt sind wir wieder da. Ja. Leider nur ganz kurz. Was ist denn hier los? Nur ganz kurz vor der Dämmerung. Hat's geklappt. Das reicht voll und ganz. Die optimale Angelzeit voll ausnutzend sind wir hier unterwegs. Ja, wir haben uns halt immer umgezogen, gell? Wir haben immer noch die gleichen T-Shirts an vom letzten Mal. Das stimmt. Das reicht ja auch. Die sind ja auch Dauereinsatz für hier. Ich schalte jetzt auch mein Handy aus, das gibt es ja gar nicht. Ungewaschen. Ungewaschen und voller Fangelan. Ja, meinst du, es bleibt so dabei bestehen mit dem Wels über einen Meter? Das lassen wir so stehen. Oder wollen wir das ein bisschen abspecken, dass wir die Sache bei 80 cm schon ausüben? Also das heißt, dass ich darüber schwimme für 80 cm. Wenn du jetzt einen 80 cm Wels fängst, ist ja nicht, im Vergleich zu letzter Woche ist ja noch weniger Wasser drin. Wenn du das hochrechnest, dürfte es jetzt nur noch 80 cm Wels sein. Ich laufe dann für 80 cm hier durch die Brennnessel. Also gut. Und, aber ich setze noch einen drauf. Wenn irgendeiner einen Wels über 1,40 Meter fängt. Ach, ja, dann muss er beides machen. Oder? Mhm. Hört schon gut an. Ja. Dann musst du auch nicht mehr das T-Shirt anziehen. Und die Fangmaschine kannst du dir auch sparen heute. Hab ich gar nicht dabei. Ja. Ja, wie ihr seht, ganz neu eingekleidet. Das zweite Mal an. Ne, ich hab's ja schon öfters an, aber du hattest es doch das zweite Mal erst an, das T-Shirt, gell? Nee, ich hab's zu Hause schon mehrfach angehabt, ja. Aufgeladen. Mhm. Beim Apfelwein trinken. Perfekt. Steht doch auch drauf. Perfekt dafür geeignet. Ja, da haben wir noch viel mehr solche Sachen, gell? Wir können ja mal einfach unten hier reinlinken, wo dieser Martums Abenteuershop mit unseren T-Shirts drin ist. Ich glaube, ich habe allein schon, glaube ich, 7, 8 oder 9 verschiedene
Dinge, oder? Die haben wir noch gar nicht alle ausgeführt. Also, du müsstest mal eine Modenschau machen beim Angeln. Wollen wir das mal machen beim nächsten das Mal? Das könnten wir machen. Ja? Nehmen wir mal den ganzen Schrank mit. Aber da müssen wir leichter hin, nicht hier mit dem Bollerwagen. Da müssen wir nämlich sonst hier so einen Planwagen mit herschieben. Mit Laufsteg so richtig. Laufsteg? Du könntest nicht über so einen im Wasser liegenden Baumstamm die Präsentation von den einzelnen Klamotten machen. Mhm. Ich spiele auf der Mundharmonika, spiele ich die Melodie und du ich lauf da. Auf dem Laufsteg präsentierst dann die einzelnen T-Shirts. Alles klar. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob wir das so machen sollen. Ob er das so machen soll. Es gibt dann Mr. Wet T-Shirt. Wet T-Shirt, ja, das kann sein, dass du, wenn du dann zwei Flaschen Appleweig so fasst, dass du bist du schwankst auf deinem Bäumchen, oder? Genau, das ist richtig gerade. Kann passieren. Ja, das die Gradlauf-Eigenschaft hast du vielleicht dann angenommen. Schön. Ich habe noch was für dich, lieber Tom. Guck mal hier, uns hat Fanpost erreicht. Das gibt's ja, ja, doch. Ein Paket. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt hier so sieht. In dem Dunkel. Da kommt ja bald jede Woche was Neues. Ja, ja. Ganz was Neues. Ich gebe dir das mal falsch rum, dass du es gar nicht liest, was da drauf steht. Du musst aufmachen, du kannst jetzt einfach mal reinschauen, was da drin ist. Und nicht gucken, wer was geschickt hat. Nö, erstmal nicht gucken. Hm. Guck. Bier. Ein Brief. Ach, das ist. Yeah. Wenn ich dir sage, guck mal da rein. Da weiß ich schon, wem das ist. Siehst du. Du solltest nur nicht vorher schon gleich wissen. Das ist ja geil. Vom Heino kommt das nämlich. Unsere Talismänner für heute. Das ich hätte sie ja schon daheim vergessen. Ich habe sie eben gerade nochmal geholt. Der Heino hat nämlich einen 3D-Drucker zugelegt. Und dann macht er hier so tolle Sachen. Dann hat er uns hier die Talismänner ausgedruckt. Ich komme hier vor. Für jeden so ein großes. Ich weiß nicht, wenn wir uns oben ein Loch einbohren, könnte man das theoretisch hier direkt hier unter Hals hängen. Mhm. Und für jeden noch ein. Aber da ist doch schon ein Loch. Ja, als Schlüsselanhänger. Gut, das kriegst du schlecht in den Säckel. Also das würde ich mir schon irgendwo. Das piekst auch in die Klicker hier, die Flamme. Das kann dir passieren. Aber hier das Kleine, das ist ja richtig krass. Das ist geil. Als Schlüsselanhänger-Ding. Echt fantastisch. Dass es alles gibt, oder? Ja. Also, auf diesem Weg nochmal den allerherzlichsten Dank, lieber Heino. Oh, da hat es gebimmelt eben. Wo war's? Bei mir natürlich. Ah ja. Willst du schon mal rüberschwimmen oder warten wir erst, bis er draußen ist? Ja, das war ein Fehlalarm. Ja, vielen Dank, lieber Heino. Ja. Das ist richtig krass. Dankeschön. Echt super. Ich habe das ja schon in der WhatsApp-Gruppe bewundert. Was du da alles ausgedruckt hast. Guck hier den Brief noch. Darf ich das vorlesen? Ja, du musst sogar. Hallo Martin. Bist du dran. Hallo Tom. Viel Spaß mit euren neuen Glücksbringern. Mögen sie euch die dicksten Fänge bescheren. Liebe Grüße, Heino. Ja, liebe Grüße zurück. Das hoffe ich doch, dass die auch heute schon uns hier also, zu dicken Fängen verhelfen. Das kann ja heute nur was werden. Also ich muss nicht unbedingt darüber schwimmen. Ich meine, barfuß laufen, das kann ich gut. Ein bisschen schwimmen da. Ja. Das mache ich. Mit den Wels im Arm. Ja. Mach ich dann von hier, zoome ich dich ran und mache ein Bild dann von dir, wenn du da drüben sitzt und anfängst den Wels zu verspeisen. Oh. Oh. Von hinten her. Sehr geil. Ja. Das ist natürlich auch ein geiler Namen, gell, wo er da wohnt. Ich sag jetzt nicht, wie das heißt, aber hast du überhaupt schon mal geguckt? Klar. Gut. Ja, gut. Nimmst du dir dann morgen die entsprechenden mit? Ich leg's mal hier unten hin. Sehr prima. Siehst du, deswegen wollte ich doch noch mal. Ich habe da nämlich noch eine Idee, das wollte ich den Heino nämlich fragen, ob er uns sowas auch drucken könnte. Siehst du, und schon hat er es gemacht. Soll ich das auf diesen Wege machen, oder? Ja. Kannst du mal. Soll ich ihm das lieber. Du kannst ihm auch schreiben. Nee, ich schreib's mir. Schreib ihm das. Wir verraten es dann, wenn er es gemacht hat. Genau. So würde ich sagen. Also Heino. Oh. Ich habe da
eventuell eine kleine Bitte an dich. So, ja, das war's erstmal, oder? Jetzt müssen wir warten. Die Ruten sind draußen. Wie gesagt, einen habe ich mit dem Scherbrettchen nach drüben fahren lassen. Es hat glücklicherweise funktioniert. Es war ganz, ganz knapp mit der Strömung. Er hat immer mal kurz gedreht, aber ich habe es jetzt geschafft. Er sitzt drüben vor dem Baum. Vielleicht, ne, filmen brauche ich es gar nicht hin, weil man es nicht sieht. Vielleicht morgen früh, wenn er noch da dümpelt. Mhm. Aber dann hat er ja am falschen Platz gedümpelt. Schauen wir mal. Und die zweite Route von dir? Mit die Silent-Route, die Silent-Montage mit zwei kleinen Heizungsrohr-Isolations-Pop-Up-U-Posen. Und ich glaube, 4 oder 5 Tauwürmer habe ich drauf. Und du gehst ein bisschen softer voran, habe ich gesehen, wie ich dich beobachtet habe hier schnell. Ja, ich mache heute Light-Wels-Tackle, habe ich heute. Ich habe meine Stellfischrute dabei. Da ist aber ein Tauwurmbündel dran, aber auch nur ein kleines Tauwurmbündel, weil vor dem Totholz, wo ich die Rute jetzt da quasi, oder wo ich den Köder direkt unter der Rutenspitze präsentiere, da hat es vielleicht, naja, zwischen 50 und 70 Zentimeter, schätze ich mal, wassertief. Das reicht aus. Das reicht. So 1,40 Meter Wels ist maximal so hoch. Das reicht vollkommen aus. Weil, ich sag mal, 2 Meter weiter hinten ist ja die tiefe Rinne. Und dann zieht er da ins Flache rein und sammelt sich die Würmer ein. So ist meine Theorie. Ja, die kann durchaus aufgehen. Die andere Route, die werde ich dann, die ist jetzt aktuell noch mit einem Tauwurm auf Grund ausgelegt. Aus dem Grund, weil ich mir noch einen Aal erhoffe. Später werde ich da aber dann auch eine U-Pose dran machen, so eine Mikro-U-Pose aus Schwimmnudel. Willst du nicht meinen Propeller, den ich das letzte Mal gebaut habe? Willst du den heute gar nicht zum Einsatz bringen? Da traust dich nicht so ganz. Weiß ich nicht. Hab ich auch dabei. Der wäre, ja, mir. Vielleicht nehme ich auch den. Der, glaube ich, der bringt Sinn. Den hier vorne schön reinsetzt, mitten rein und lässt den da. Vielleicht nehme ich auch den. Das stimmt. Ich könnte das empfehlen. Dann hätten wir ja wirklich. Alles, alle Varianten. Tolle Sachen. Alle Varianten haben wir dann da. Ja, okay, Start. Dann hast du mich überzeugt, dann mache ich das dann. Also sehr, sehr gute Idee. Hättest du eigentlich allein drauf kommen können? Ja. Wenn ich da drauf nichts fange, bist du schuld. Ist doch klar. Ja, weil wir haben so oft nichts gefangen. Da kann ich auch diesmal wieder schuld sein. Ja, aber du hast an der Fliege endlich deine Fische gefangen. Das stimmt. Oh, jetzt werden wir dunkel, wenn wir so weit zurückgehen. Dann gehen wir wieder her. Wir wieder vor. Da haben wir aber so einen großen Kopf, wenn wir so weit vorne sind. Ja, das werde ich auch jetzt öfters wieder machen, mit der Fliege losziehen. Ja, ich habe da endlich mal was gefangen damit, das stimmt. Den Start hatte ich aber gemacht mit einem... Hat er dir gefallen? Mit dem Karpfen? Oder? Ja! Da habe ich auch schon einigen hinterher gejagt. Ja, das stimmt, den kann man ganz schön hinterher werfen, bis da einer mal vielleicht sich erbarmt. Und das kunterbunte Angebot, was man schon angepriesen hat, endlich annimmt. Aber dann ist die Route krumm. Das macht Spaß. Ja, dann ging es weiter mit Rassen. Ja, da bin ich auch schon... Oh. Hm? Bei mir. Ja. Ja. Oh. Wie? Was war's denn? Oh. Mist. Das war überraschend jetzt. Ja. Schön. Schön abgezogen. Das heißt abgezogen. Viel nicht die Stellfischrute. Hat sich schön mit ins Totholz gebogen. Oh Mann, oh Mann. Ja, es war ein schöner, dicker Aal, der noch nicht an Land wollte. Zeitlang dran war. Martin hat hier oben rumhantiert, kam nicht mit dem Kescher zur Hilfe. Ja, war er denn schon bereit zum Keschern? Nee, eigentlich noch nicht. Das war Pech. Hat schön an der Oberfläche aber dann geschlagen. Ich hab's gehört. Ja. Wie groß er jetzt war, weiß ich nicht, aber es war schon... Ich glaube, der war riesig. Nee, es war... Also richtig dicker. Dicker auf jeden Fall. Ja. Ich meine, da muss ich auch erstmal so einen Haken da reinzimmern. Naja, er hat sich irgendwie losgedreht.
aber es läuft immer gut. Ja, ja, die sind aktiv. Im Heino seine Talismänner, die wirken schon so langsam. Ja. Sauber. Ja, wo war man da eigentlich stehen geblieben? Ja, wir denn? Machen jetzt aus, sonst gibt es hier nur wieder ein Labervideo. 2 Stunden Video ja, und ein Rotauge wird dann präsentiert von 12 cm. Dann kriegst du wieder einen Kommentar, dass es überflüssig war. Überhaupt keins. Ja, du willst doch deine Fische auch nochmal durchlaufen lassen, deine Fliegenfische. So. Wir waren noch bei den Fliegenfischen, damit überhaupt ein paar Fische hier noch erscheinen. Dass nicht jeder sagen kann, hier, die hocken sich nur irgendwo hin, labern stundenlang irgendwelches Zeug und fangen tun sie gar nichts. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Ja. Die Fliegenrute ist hier das Mittel zum Zweck. Haben wir ja gut gefangen, aber die Kamera war nicht dabei. Nee. Doch, ich hatte sie dabei. Aber aus. Das ist auch gut so. Das ist auch immer... Nee, das hat keinen Wert. Das vor ist gar nicht so einfach, auch jedes Mal eine Kamera mitzuschleppen und dann zu angeln und dann... Vor allen Dingen, wenn du nur so ein paar Minuten Zeit hast oder nur mal ganz kurz irgendwo hin willst. Und manchmal klappt es auch wirklich da. Wie auch mit der Brese. Wie oft sind wir schon den Bresen hinterher gestiegen, wie sie hier da... Im Wasser drin stehen und alles quer durch die Fliegendose durchprobiert, alles Mögliche hin. Das habe ich gemacht. Ja, ja. Und dann hat die Pop-Up-Maisfliege hier, zack. Bei dir. Hat bei mir funktioniert. Zack. Bei mir gar nicht. Reingelassen. Ich habe schon gar nicht mit gerechnet. Einfach nur gehalten, in eine Strömung ganz langsam absinken lassen und auf einmal hat es Tock gemacht. Ich dachte, was ist denn hier los? Das ist ja fast wie beim Zanderangeln hier. Ein Tock. Und dann war es auf einmal ganz schwer geworden. Ein bisschen herbeigezogen. Einmal kam er oben raus hier, der Brassenelefant. Richtig dickes Ding. Mhm. Hat sich das Ding da reingerüsselt. Erstklassig. Na? Und der Kutzer aber schön nachziehen dann. Ich war einen Tag später dann nochmal da. Da habe ich bestimmt 12 verschiedene Nymphen erstmal ausprobiert. Es war mal interessant zu sehen. Also das Wasser ist ja da im Moment sehr, sehr klar. Und es war mal interessant zu sehen, wie die Brassen auf die verschiedenen Nymphen reagieren. Also, ich sag mal, zu 70% reagieren die gar nicht. Überhaupt gar null. Mit absoluter Ignoranz und mit Flucht. Und bei wenigen, da gucken sie mal kurz, schwimmen mal so hin und dann aber auch wieder weg. Ja, ja. Ja, was es dann gebracht hat bei mir, das war eine Libellenlarve-Imitation. Siehst du? Recht groß, das war dann sozusagen die Maxi-Nymphe vom Tommy. Ja, wahrscheinlich, das mögen die. Das mögen die gern, die Maxi-Nymphe. Ja, also die hat es gebracht in so dunkel, oliv. Ja, das. Ja. Da hatten sie Appetit drauf. Da hatte ich erst eine gehakt, die ist dann aber leider wieder abgegangen. Und kurze Zeit später hatte ich dann wieder eine drauf. Mhm. Das sind aber ganz schöne Klopper, gell? Für das, dass sie so dick sind, sind die eigentlich nur schwer, in dem Wasser dranhängen, gell? Ja, aber die ergeben sich auch relativ schnell wieder. Ja, die freuen sich dann schon quasi, mal im Köcher sich ausruhen zu dürfen, für einen Augenblick. Ja, und dann habe ich gewechselt auf die Trockenfliege. Das habe ich auch gemacht, ja. Die Maifliege. Oh, ne? Weil im Moment, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, sind ja hier bei uns die Maifliegen unterwegs. Ja. Und ja, da konnte ich ganz gut fangen. Einige Forellen, Döbel. Mhm. Ja, das Döbel, hat richtig Spaß gemacht. Das ist prima. Du hast auch noch einen schönen Döbel gehabt, gell? Ja, auch auf die Trockenfliege.
Das ist schön. Zwei Döbel. Zwei Stück, ja. Zwei schöne dicke Dinger. Haha. Mhm. Wir müssen mal mit der Fliegenrute auf Wels gehen. Hab ich ja dann. Das wollte ich ja eigentlich. Eigentlich wollte ich das ja machen. Ich wollte ja mit dem dicken Hasenlappen hier so im Hasenfellstreifen in weiß-rot. Topköder auch für große Hechte. Wollte ich da so ein bisschen ein paar Plätze abklatschen. Was ist jetzt los? Das Licht aus. Dann müssen wir hier umdisponieren. Und ein... Heute geht aber auch alles schief. Also irgendwie hast du heute ein Lichtproblem. Ich habe meine Kopflampe vergessen, jetzt geht das andere Licht aus. Wir gucken mal, ob das so... Ja, könnte das so gehen, oder? Zumindest das. Aber die dürfen wir jetzt nicht leer heizen. Dann machen wir jetzt auch schnell aus. Ja, machen wir jetzt schnell. Ich wollte mit so einem Hasenlappen wollte ich ja auf Wels abklopfen. Und dann habe ich die Döbel gesehen, wie sie da ganz knapp unter der Oberfläche standen. Das ist nicht so. Wieder ein anderes Vorfach dran gemacht, aber das dünnste Vorfachspitze, was ich hatte, war 0,26er Mono. Also ein richtig heißer Draht. Ich dachte, oh, ob das gut geht. Und eine dicke Trockenfliege dran gehängt. Reingesetzt. Dann kam schon der erste an. Nun habe ich dem gleich aus dem Maul rausgezogen. Zu enthusiastisch war ich da am Werk. Aber der zweite hat gesessen. Wurf eingesaugt. Eine Sekunde gewartet, Rute angehoben, zack, und dann tauchen die ja sofort ab, gell? Die sind ja richtig brutal. Mhm. Bis an der Oberfläche und dann pff, senkrecht nach unten erstmal. Döbel machen richtig Spaß. Die haben richtig, gut, das war eine 8er Rute hier mit, da war schon, also hat er so gut wie keine Chance gehabt. Mhm. Und dann hatte ich kurze Zeit später noch einen entdeckt, mich angepirscht, direkt vors Maul gesetzt, die Trockenfliege. Da kam er an, hat geguckt, 5 cm davor stehen geblieben, habe ich nur mal ganz kurz angelupft. Also ich die Trockenfliege ganz bisschen bewegt und auf einmal dann zu und dann zack, war er wieder dran. Mhm. Schöner Klopper. Ja. Da werde ich nächste Woche mal hingehen nach der Arbeit. Ja, da wirst du auch noch einen holen. Die sind heiß, heiß auf Trockenfliegen. Mhm. Die sammeln da alles Mögliche oben ein, was da angetrieben kommt. Das siehst du. Meine Maifliegen wollen die haben. Ja, wahrscheinlich. Also mit absoluter Sicherheit ziehen die sich rein. Sogar liebend gerne. Mhm. Na gut, hier, wir machen aus, das Helle lockt uns die Schnaken an. Ich merk's. Das ist blöd. Wir schalten erst und wieder außerdem ein. Außerdem haben wir dann keine Lampe mehr, wenn das auch noch ausgeht jetzt. Ja, da müssen wir uns hier nur noch Handy. Zwei Knicklichter hinter die Brillenscheiben hängen. Oder ein Teelicht anzünden. Na gut, komm, ich mach mal aus. Wir schalten dann ein, wenn der große Wels dran hängt. Das kannst du gleich machen. Ja, muss ich auch. Das kann halt mal lange dauern. Ja, genau. So, also, die Welsruten blieben wieder mal still. Ich kann es kaum glauben eigentlich. So gut, wie wir hier vorgelegt hatten. Ich bin sprachlos. Ein Aal verloren. Noch etliche Bisse eigentlich gehabt. Ja, da waren die Haken zu groß. Wahrscheinlich das waren dafür. Wahrscheinlich die Aale, das stimmt. Also es hätte ein... Ich weiß nicht, ob das drei oder vier Aale eigentlich schon werden können. Mit kleinen Haken. Ja. Aber wir wollten ja Wels. Das stimmt. Wels war der Zielfisch, den gab es heute wieder nicht. Aber irgendwann werden wir den noch nachlegen. Gut. Ich muss nach Hause. Die Brötchen liegen auf dem Tisch. Dein Bollerwagen ist ja schon gepackt. Na, du brauchst ja sowieso eine Dreiviertelstunde wieder hier. Nein, das war ganz schnell gestern. Ehrlich? Ist das schon gleich beim ersten Moment, wo du losgefahren bist, ist das Ding doch schon wieder umgefallen? Das stimmt, aber dann habe ich noch mal ein bisschen umjustiert und dann ging das. Na ja, gut, dann hilft nur eins zu sagen. Gute Fahrt. Also macht's gut. Tschüss. Servus.